Wenn man das Ganze natürlich jetzt vergleicht mit der Serie von Herder Abrahams Sohn, hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen, hier ist wieder euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Heute in unserem Video soll es um die Okapi-Nachfolger gehen. Wir haben ja mittlerweile in Deutschland doch zwei deutsche Firmen, die diese Messer wieder herstellen in abgewandelter Form, in eigener Form. Und die wollen wir uns mal angucken. Es sind zwei bekannte Firmen, einmal Friedrich Herder Abrahams Sohn und einmal die Firma Windmühle Herder. Beide zwar mit dem Namen Herder, irgendwie aber doch nicht verwandt, wie ich jetzt rausgefunden habe, da ja der Name meistens von dem Beruf kam und Solingen eine große Klingenstadt war, gab es natürlich auch viele Klingen Herder, woraus sich der Name wohl entwickelt hat. Beide gehen da ganz unterschiedliche Wege, das schauen wir uns mal zusammen an. Die Serie von Herder Abrahams Sohn habe ich euch jetzt schon mal vorgestellt. Ich verlinke euch das mal in dem Video. Heute habe ich sie nur als Vergleichsmodell hier liegen. Diese Messer gibt es in verschiedenen Hölzern. Preislich liegen sie immer gleich. Es gibt sie in verschiedenen Stahlsorten, also in zwei, rostfrei oder nicht rostfrei. Liegen preislich so bei 45 Euro. Ja, und sind eigentlich sehr schön gemacht und kommen dem Original relativ nahe. Heißen nicht mehr Okapi, sondern Onyx. Haben diesen Ring hinten. Ich finde, sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, genaueres könnt ihr euch in dem Video zu denen anschauen. Heute brauchen wir die nochmal so im Vergleich. Heute schauen wir uns aber das Herder an. Und die Messer von Herder Abrahams Sohn dienen nur als Vergleichsmittel. Herder geht einen ganz anderen Weg. Wir sind in einer, ja doch, etwas anderen Preisklasse. Wir haben zwei unterschiedliche Größen. Auch die gibt es jeweils in rostfrei oder in rostend. Ich habe hier wegen das kleine in rostfrei und das große in Carbonstahl. Sie haben dasselbe Verschlusssystem mit dem Ring, allerdings nicht so schön verziert wie bei dem Herder Abrahams Sohn Modell. Und das ganze Modell ist an sich vom Aufbau her geht es eine ganz andere Richtung. Wir haben einen ganz normalen Schlüsselring, auch nicht wie bei Herder. Abrahams Sohn, schön mit einer dunklen Verchromung, ein Flachring mit dem eingeschlagenen Namen, was wir hier alles sehen, das ist sie nicht. Wir haben ja einen ganz normalen Schlüsselring. Preislich gehen wir ja auch ganz andere Wege. Wir haben hier einen Nussgriff, Schwarznuss, und liegen hier bei dem kleinen Modell bei 68 Euro. Das günstigste Modell liegt meines Wissens um die 50 Euro. Ist immer baugleich, aber wir haben große Differenzen bei den Hölzern. Je nach Holzsorte macht es dann doch bis zu 10, 20 Euro aus. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Bei der Klingenform haben wir eine abgewandelte Cheapfood-Klinge, die Sie verorten in den Jemen. Dort wäre diese Klinge sehr beliebt gewesen und viel benutzt und sie hätten wohl auch dort solche Messer hingeliefert früher. Allerdings nicht als Taschenmesser. Das Taschenmesser haben sie dann, oder diese Taschenmesserbauweise ist eine Hommage an die Firma, die früher das Okapi-Messer gemacht hat, die bei ihnen in der Straße war. Aber diese Klingenform, die wäre traditionell aus dem Jemen. Das Messer gibt es in zwei verschiedenen Größen. Man sieht es einmal in der 10er und einmal in der 12er Größe. Es ist sehr schlicht gehalten. Der Schließmechanismus geht sehr gut, hat auch hier dieses typische Einrasten.
Was die ganze Sache sehr sicher im Handling macht. Und was das Besondere wirklich bei dieser Geschichte ist, es ist, glaube ich, eines der wenigen Taschenmesser, was ich kenne, was wirklich einen Solinger Dünnschliff hat und auch auf dem Nagel läuft. Ich hoffe, man kann das gut erkennen in der Kamera. Ja, also man sieht, es wölbt sich wirklich schön über den Nagel. Das macht dieses Messer natürlich zu einem absoluten Schneidteufel. Als Taschenküchenmesser mit Sicherheit sehr gut geeignet. Bei anderen Tätigkeiten bin ich mir da nicht ganz so sicher, da ja diese Klinge doch relativ anfällig sind. Was haben wir noch für Hölzer? Wir haben einmal die Nuss. Wir haben die Olive. Die liegt dann schon bei 90 Euro, was ich also sehr stolz finde. Wir haben für 80 Euro die geräucherte Eiche. Wir reden jetzt hier bei den 120ern. Ähnlich ist es natürlich dann auch bei den Abstufungen. Bei den kleinen, wir sind dann natürlich günstiger eine ganze Ecke, wenn wir jetzt hier vergleichen. Das ist jetzt das günstigste kleine. Da liegen wir bei 56, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich schon alle Modelle bekommen habe. Da muss ich dann noch mal auf den alten Auftrag von der Messe gucken. Aber da das Ganze etwas gedauert hat, habe ich da natürlich auch nicht mehr alles im Kopf und auch nicht mehr alles griffparat. Wir geben ja die Sachen auch zu unserem Steuerberater zum Vorsondieren und alles. Wenn man das Ganze natürlich jetzt vergleicht mit der Serie von Herder Abrahams Sohn, das Okapi, dann haben wir ja doch schon einen stolzen Preisunterschied dafür, dass ich finde, dass dieses Messer von der Herstellung her, da es sehr viele geschwungene Formen und Spitzen hat, doch etwas aufwendiger ist als das normale, ja, nein, als das relativ geradlinige Windmühlenmesser. Ja. Wir liegen hier bei 85 mit Olivenholz. Hier mit dem einfacheren Holz bei 56. Wir haben hier eine verzierte Feder. Wir haben einen extra angefertigten Schlüsselring. Hier einen Standardring. Gut, die einzigste Sache, wo ich sage, was aufwendiger ist, ist der Solinger Dünnschliff, der hier schon besser gehalten ist als bei dem Okapi. Wobei dadurch natürlich auch das Okapi, dass es nicht den Solinger Dünnschliff hat, viel vielseitiger anzuwenden ist. Beide Serien, ja, sehr gelungen. Ich finde es wirklich tolle Modelle, sei es das große oder das kleine, sei es mit Kohlenstoffstahl oder mit rostfreier Klinge. Was ich bei Windmühle nicht ganz nachvollziehen kann, ist diese Preispolitik. Ich hätte mir da gewünscht, dass man da so eine Mischkalkulation macht. Dass man sagt, ja, so wie das ja wahrscheinlich auch bei der Firma Herders Abrahams Sohn ist, dass ich sage, ich habe verschiedene Hölzer, klar, das eine Holz ist ein bisschen teurer, das andere ist ein bisschen günstiger. Aber wir machen da eine Mischkalkulation, so dass alle Messer denselben Preis haben. Das finde ich immer vernünftiger, verbraucherfreundlicher und auch für uns als Zwischenposten immer angenehmer, weil dem Kunden eine Preisdifferenz von 15, 10, 15 bis 20 Euro zu erklären wegen einem Holz, das fällt schon sehr schwer. Klar habe ich bei dem einen kaufe ich mehr ein, da kriege ich einen anderen Preis wie da, wo ich weniger einkaufe. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, es sollte mir als Produzent und Kaufmann möglich sein, da eine vernünftige Mischkalkulation zu finden, dass ja, es nicht so weit auseinanderklafft. Von Windmühle die IDEX-Serie, wie dieses Modell heißt, wirklich
ein erstklassiges, ich sag mal, Outdoor-Koch- und Zubereitungsmesser für Camping und Wandern. Wirklich ein sehr schönes Messer in dem Bereich. Schnitzen und andere Tätigkeiten, die im Outdoor-Bereich anfallen, wäre ich da sehr gespalten. Auch beim Ausnehmen von Wild wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, da ich ja viele Jäger kenne und weiß, wie hauruck die da rangehen. Da glaube ich nicht, dass die Jungs dort viel Freude haben werden. Aber als ein Alltagsbegleiter, natürlich dann würde ich es eher in der kleinen Form nehmen, mit Sicherheit ein sehr, sehr dienliches Messer zum Frühstücken, Essen, für kleine Auspackarbeiten, ein super Messer, aber man darf es nicht zu hart rannehmen, weil es ja den berühmt-berüchtigten Solinger Dünnschliff hat, super scharfe Klinge, aber auch etwas anfälliger wie ein normales Messer. Wir hatten sie uns ja auf der Messe schon angeschaut. Ich verlinke euch das da oben nochmal. Da habt ihr ein bisschen mehr zu der Geschichte, was ich euch da erzählt hatte. Und heute ging es mir darum, mal einfach die zwei Herder-Modelle, Herder Abrahams Sohn, Windmühlenherder oder Herder Windmühle, mal gegenüberzustellen und da doch einen deutlichen Unterschied zu zeigen von den Modellen, auch wenn es denselben Mechanismus hat und es sich auf dasselbe Messer beruft. Aber es sind halt doch einmal preislich gravierende Unterschiede und auch von der Modellausführung. Das Herder Abrahams Sohn, das Onyx, ist halt wirklich sehr stark an das Original gehalten, während das Windmühlenmesser IDEX einen ganz anderen Modellansatz verfolgt von der Ausführung her. Und auch wirklich die typische Handschrift von der Firma Windmühle trägt. Solinger Dünnschliff, diese typische Kneipchenform, eine ausgefallene Klingenform und eine sehr geradlinige, ja, ich würde mal schon fast sagen, Gebrauchsmesser-Griffform. Ja, auch die Klingenform fällt hier doch in die Cheapfood-Klinge, wie gesagt, die typisch Solinger Kneipchenklinge. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Alle wichtigen Daten verlinke ich euch unten wieder in der Capture. Bis dann, euer Jens von der Messerschmiede Kubisch. Und wenn ihr noch nichts da habt, Abo nicht vergessen. Wir haben immer noch weit über 70%, die unsere Videos schauen und noch nicht bei uns abonniert haben. Und das Abo ist ja dem YouTuber sein Lohn. Deswegen seid so gut, gleich jetzt, lasst uns ein Abo da, da freuen wir uns drüber. Bis dann, euer Jens von der Messerschmiede Kubisch. Ciao.